Quesadillas sind getoastete Tortilla-Wraps gefüllt mit Käse. Aber wisst ihr, was besser ist als eine Quesadilla? 4 Quesadillas. Zieht es euch rein, es ist echt geil geworden. Eine Original-Quesadilla besteht immer aus mindestens 2 Zutaten, nämlich Tortilla-Wraps und Käse. Wie ich meine Tortillas zubereite, habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch mit gekauften Wraps aus dem Supermarkt. Beim Käse greife ich heute zu 2 unterschiedlichen Cheddar-Sorten, einerseits einem Red Leicester, den ich genauso wie meinem milderen Cheddar mit meiner Vierkantreibe in grobe Streifen reibe. Diese 2 Sorten mische ich nun miteinander im Verhältnis 1:1, sodass ich eine perfekte Käsemischung habe. Der milde Cheddar sorgt dafür, dass sich der Käse zieht und der Red Leicester für einen herben Geschmack. Wer es noch herber mag, kann natürlich auch einen 12 Monate gereiften Cheddar nehmen. Ich halte euch nicht davon ab. Aber genug Käsekunde, lasst mich anfangen. Starten möchte ich mit einer Art Frühstücksquesadilla mit Beinschinken und einer fluffigen Eierspeise. Dazu lasse ich in einen Messbecher 2 Eier und ein bisschen von deren Schale plumpsen, bevor ich diese Eier mit einer Prise Meersalz, also 2 Prisen Salz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer würze. Mit meinem Vierzack schlage ich dann die Eier windelweich, bevor ich auch noch 2x5 Gramm kalte Butter hineinplumpsen lasse. Apropos Butter, ein kleines Stück fällt sich auch noch in meine Pfanne und erhitze dieses. Sobald die Butter vollkommen geschmolzen ist, schieße ich auch schon meine Eier nach und rühre sie so wie die Butter, die darin ist, sorgfältig mit meinem Teigschaber um. Die Butter macht im Prinzip jetzt genau das, was die Milch in einer Eierspeise macht, nur mit mehr Fett. Sobald sie nämlich geschmolzen ist, sind die Eier in der Pfanne richtig schön fluffig und ich kann sie vom Herd nehmen. Zeit, ein Tortilla-Wrap auf meinen Teller zu schmeißen und auf die Hälfte der Tortilla etwas von der Eierspeise plumpsen zu lassen. Darüber kommt jetzt eine fette Portion meiner Cheddar-Mischung, bevor ich auch noch ein paar Fetzen Bio-Beinschinken darauf lege. Zur Sicherheit gebe ich auch noch etwas Käse obendrauf, bevor ich die Quesadilla mit der anderen Seite zudecke. Wenn ich sie für ein paar Sekunden fest andrücke, sollte sie so zusammenhalten. Dann ist es an der Zeit, das Teil zu toasten. In diesem Fall gebe ich für einen ordentlichen Cholesterinspiegel noch 2 weitere Stücke Butter in eine große, beschichtete Pfanne und verteile diese mit meinen Fingern so lange in dieser heißen Pfanne, bis ich mich fast verbrenne. Sobald die Butter vollkommen geschmolzen ist, lege ich dann schon meine Quesadilla hinein und drücke sie nochmal von oben hinunter, damit der Käse innen auch ordentlich schmilzt. Schaut euch an, wie dieses Teil darin brutzelt. Sobald die Unterseite schön braun ist, wende ich meine Quesadilla und drücke sie mit meinem Pfannenwender nochmal ein wenig runter. Fertig ist das Teil, wenn es auf beiden Seiten goldbraun und knusprig ist. Zeit, sie auf einem weißgräulichen Teller zu servieren. Schaut euch das an. Mit meinem Fahrrad halbiere ich die Quesadilla jetzt, bevor ich sie übereinander stapel. Okay, ich kann nicht mehr, ich muss sie kosten. Boah, also wenn ich das immer frühstücken würde, würde ich wahrscheinlich jeden Tag ins Foodkoma fallen. Diese Quesadilla ist nicht nur knusprig, sondern hat auch einen herzhaft würzigen Geschmack. Der geschmolzene Käse und die Butter machen das Ganze zu einem ultimativ butterigen Käsetoast. Und der Beinschinken, der gibt mir den Rest. Alles in allem ist diese Frühstücksquesadilla einfach genial. Genauso genial, aber dafür vielleicht etwas weniger deftig, ist diese Veggie-Quesadilla mit Pilzen und Spinat. Dazu gebe ich 2 Esslöffel vegane Mayo, was in meinen Augen das Beste ist, was der Menschheit je passiert ist, in eine Schüssel und würze diese mit einer Knoblauchzehe, die natürlich in der Presse stecken bleibt, bevor ich das Ganze mit dem kleinsten Schneebesen der Welt zu einer Soße rühre. Und das war's auch schon. Für die Quesadilla fetze ich erstmal 3 fette Champignons auf mein Brett, die ich jeweils zuerst halbiere, bevor ich jede dieser Hälften in Scheiben schneide. In einer beschichteten Pfanne erhitze ich nun ein paar Spritzer Olivenöl und schmeiße dann meine Champions hinein. Diese würze ich nun mit einer fetten Prise Salz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer. Ich brate die Pütze so lange an, bis sie weich, braun und klein sind. Wie dieser süße Dackel hier. Mit meinem Kochlöffel schaffe ich dann Platz in der Mitte der Pfanne und lasse eine Handvoll Babyspinat hineinregnen. Diesen dünste ich jetzt so lange an, bis er auch ordentlich zusammengeschrumpft ist. Zeit, eine Tortilla auf meinen Teller zu werfen und eine Hälfte mit einer ordentlichen Portion meiner Cheddar-Mischung zu belegen. Darüber verteile ich jetzt die Hälfte meiner Champion-Spinatpfanne und darüber natürlich wieder etwas Käse. Nun klappe ich die Tortilla wieder zusammen und drücke sie so lange runter, bis sie hält. In meiner großen beschichteten Pfanne erhitze ich nun ein paar Spritzer Olivenöl und lege dann meine Quesadilla hinein. Diese drücke ich wieder ein paar Sekunden hinunter, bevor ich sie mit meinem Pfannenwender wende. Auch die andere Seite lasse ich so lange brutzeln, bis der Käse vollkommen geschmolzen ist und die Tortilla auf beiden Seiten braun und knusprig ist. Auf einen rosa Teller lege ich nun die Quesadilla sanft nieder und versuche einen Platz für die Knoblauch-Mayo zu finden. Nachdem ich das endlich geschafft habe, kann ich sie euch präsentieren. Sieht sie nicht fantastisch aus?
Zeit, sie mit meinem Pizzarad zu halbieren und übereinander zu stapeln. Jetzt zum für mich besten Part. Rein mit der Quesadilla in den Dip und danach in meine Figur. Knusprig das Teil. Die Pilze und der Spinat geben nicht nur einen healthy Charakter, sondern sorgen auch für einen ordentlichen Umami-Geschmack. Außerdem machen sie den Cheddar richtig schön saftig. Diese Quesadilla mit Champignons und Babyspinat ist einfach genial. Zeit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Mit dieser Lime Jalapeno Chicken Quesadilla. Ich starte wieder mit dem Dip und der ist eigentlich genauso simpel wie der letzte. Dazu mische ich 2 Esslöffel Mayo mit eingelegten gehackten Jalapenos und dem Saft einer halben Limette in einer Schüssel und rühre das Ganze mit dem kleinsten Schneebesen der Welt zu einem fetzigen Dip. Auf ein Plastikbrett lasse ich ein Bio-Maishändelfilet fliegen, bevor ich es sanft mit meiner Plastikfolie zudecke, die ich mit meinen Pranken abreiße wie ein Sichlor Level 54. Zeit, eine gusseiserne Pfanne hervorzuzaubern und das Hühnerfilet damit zu verprügeln. Nein, Geologie ist keine echte Wissenschaft. Danach entferne ich die Folie wieder und würze das Geflügel mit Salz sowie frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und Achtung, etwas Harissa-Pulver für den Schärfe-Twist. Jetzt wende ich das Hühnerfilet und würze es auf der anderen Seite genauso nochmal. In einer Pfanne erhitze ich nun ein paar Spritzer Olivenöl und lasse mein Hühnchen da hineinfliegen. Dieses brate ich jetzt auf mittlerer, ein bisschen höheren Hitze für 3-4 Minuten an, so dass die Unterseite schön geröstet ist, die Gewürze aber nicht verbrennen. Dann wende ich das Hühnchen und brate es auf der anderen Seite ebenfalls für 3-4 Minuten an. Nun presse ich den Saft der anderen Limettenhälfte über das Hühnerfilet und schließe das Ganze mit dem Deckel für etwa 2-3 Minuten. In dieser Zeit karamellisiert der Limettensaft gemeinsam mit den Gewürzen und das Hühnchen ist ordentlich zart. Deshalb lege ich es direkt auf mein Brett, wo ich es nach kurzer Ruhezeit in Streifen schneide. Zeit, meine Tortilla auf den Teller zu werfen und wieder ordentlich in den Cheddar zu greifen. Diesen verteile ich jetzt auf einer Hälfte des Wraps und lege dann mit meiner Zange mein in Streifen geschnittenes Hühnchen darauf, bevor ich es mit ein paar eingelegten Jalapenos-Scheiben belege, über die ich selbstverständlich wieder etwas von der Käsemischung gebe. Zeit, das Teil zusammenzuklappen und anzudrücken, bis es zusammenhält. In meiner beschichteten Pfanne erhitze ich nun ein paar Spritzer Olivenöl und lege meine Quesadilla vorsichtig hinein. Mit meinem Pfannenwender drücke ich sie wieder ein wenig hinunter, bis sie eine ordentliche Farbe angenommen hat und ich sie wenden kann. Sobald die andere Seite auch schön knusprig ist, kann ich die Quesadilla auf einen Teller fliegen lassen und meinen Limetten-Jalapeno-Dip daneben stellen. Schaut euch dieses Menü an. Zeit, mein Fahrrad auszupacken, die Quesadilla zu teilen, übereinander zu stapeln und zu guter Letzt zu vernichten. Hört euch an, wie crispy diese sind. Ich probiere die Quesadillas zuerst mal ohne Dip. Boah, die haben einen Geschmack. Mit dem Dip fetzen sie sogar noch mehr, so dass sie ordentlich brennen und mir heiß wird. Das Hühnchen sorgt für den Umami-Geschmack und die Jalapenos für die richtige Schärfe. Die Säure der Limette gibt mir einen frischen Kick. Diese Lime Jalapeno Chicken Quesadilla ist einfach genial. Zu guter Letzt habe ich noch eine vegane Variante für meine veganen Freunde da draußen. Diese serviere ich natürlich mit einer Guacamole. Dazu hülle ich meine Avocado zuerst mit einem Löffel aus, gebe ein paar Spritzer Olivenöl darüber, presse den Saft einer halben Zitrone sowie eine Knoblauchzehe, die natürlich in der Presse stecken bleibt, dazu und würze das Ganze mit einer Prise Meersalz sowie frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer. Mit meinem Vierzack zerquetsche ich die Avocado nun so lange in meiner schwarzen Schüssel, bis ich eine leicht klumpige, weiche Creme habe. Zu dieser Creme gebe ich dann noch 3 kleingeschnittene Cherrytomaten und hebe sie unter die Guacamole. In eine andere Schüssel kommt mein veganer Käseersatz, dem ich vorerst etwas skeptisch gegenüberstehe. Nichtsdestotrotz reibe ich den Käse mit meiner Vierkantreibe in grobe Streifen und klopfe ihn ein bisschen dagegen. Vom Aussehen und der Konsistenz ähnelt dieser Käse schon wirklich sehr einem Milchprodukt. Weiter geht's jedenfalls mit einem Brett, auf das ich einen geräucherten Tofu plumpsen lasse. Mit einem Steakmesser, was in meinen Augen wirklich der beste Tofu-Verpackungsöffner ist, befreie ich den noch zappelnden Tofu aus der Verpackung. Mit einem scharfen Messer halbiere ich den Tofu zuerst, bevor ich eine Hälfte zuerst in 1-2 cm dicke Scheiben schneide. Diese Scheiben schneide ich dann weiter in 1-2 cm dicke Streifen und diese Streifen dann weiter in 1-2 Quadratzentimeter große Würfel. In eine heiße Pfanne mit etwas Olivenöl schmeiße ich nun meine Tofu-Würfel hinein, würze diese mit einer Prise Salz sowie frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und brate den Räuchertofu so lange an, bis er richtig schön kross und braun ist. Es dauert zwar eine Zeit lang, bis der Tofu richtig kross ist, macht aber auch einen ordentlichen Unterschied. Zeit, eine Tortilla auf meinen Teller zu werfen, Zeit, eine Tortilla auf meinen Teller zu werfen, Zeit, eine Tortilla auf meinen Teller zu werfen und mit einer Portion des Käseersatzes zu belegen. Darüber gebe ich auch gleich 2-3 Esslöffel des knusprigen Räuchertofus und lasse noch ein paar Maiskörner drauf plumpsen.
Zu guter Letzt natürlich nochmal etwas vom Käse, bevor ich die Tortilla probiere zu schließen. Probieren ist allerdings hierbei das richtige Wort, weil der Käseersatz im Rohzustand nicht alles zusammenhält. Davon lasse ich mich aber nicht beirren und ich gebe ein paar Spritzer Olivenöl in meine große Pfanne, bevor ich meine Quesadilla hineinlege und ein bisschen hinunterdrücke. Nach einiger Zeit schmilzt auch dieser Käse und ich kann die Quesadilla wenden, sobald sie unten leicht gebräunt ist. Auch auf dieser Seite drücke ich sie für ein paar Sekunden nach unten, bevor ich sie servieren kann. Daneben stelle ich eine kleine Schüssel, die ich ordentlich mit meiner Guacamole befülle. Okay, gut ausschauen tut das Ganze schon mal, aber wie schmeckt diese vegane Quesadilla? Tatsächlich überraschend gut. Gemeinsam mit der Guacamole fetzt es natürlich ordentlich. Geschmacklich hat der Käseersatz zwar Ähnlichkeiten mit Kuhmilchkäse, wie ihr sehen könnt, ist das Pflanzenprodukt aber ganz anders geschmolzen. Nichtsdestotrotz hat diese Quesadilla einen rauchigen und würzigen Geschmack durch den Räuchertofu. Die kleinen Maisstückchen sind nicht nur lustig, sondern auch köstlich. Meine anfängliche Skepsis hat sich also in Luft aufgelöst. Also egal ob mit Käse oder Käseersatz, Quesadillas sind einfach genial. Wusstet ihr, dass Quesadillas rückwärts gelesen tatsächlich keine weitere Bedeutung hat? Welche Quesadilla-Rezepte kennt ihr noch? Schreibt es mir in die Kommentare. Somit sage ich ciao und bis nächste Woche, ihr Quallenfischer. Und Quallenfischerinnen. Ich brate die Pütze so lange an, bis sie weich, braun und klein sind. Wie dieser süße Dackel hier.